unbedingt gelbe Westen tragen wollen in der Strafkolonie Deutschland. Was anderes ist es ja nicht, eine Strafkolonie Deutschland, wo die Leute am liebsten gelb tragen, um ihren Unmut freien Lauf zu geben. Meine lieben Freunde, warum tragt ihr nicht dann gleich noch einen Darth Vader-Helm? Ja? Als Unternehmer und als Freund von Star Wars bin ich natürlich gewillt, die gelben Westen zu unterstützen in ihrem Kampf gegen die Obrigkeit. Ja, die Kaiserin trägt nackt, alle sofort mit dem Handy unterwegs. Früher im Märchen der Kaisers neue Kleider, da sagte ein kleiner Junge, hey Mama, der ist ja nackt. Und schon wusste jeder Bescheid, dass er belogen und auch betrogen wurde und er als Obrigkeit an sich dieses geduldet hat. So, meine lieben Freunde, sind wir also auch schon beim Thema der gelben Westen, die da in Frankreich loslegen. Wir sind nun mal keine Franzosen. Wir sind EU-Bürger in der Integration. Ja, wir sind integriert in diese EU. Nicht Europa, sondern EU, in diesem wirtschaftlichen Block sind wir integriert. Als Deutsche, so sieht's aus, so spricht Frau Merkel, wenn man sie anspricht auf Einigkeit, Recht und Freiheit. Denn das tat ich. Ich habe sie angesprochen, habe sie höflich gefragt, wo ist denn die Einigkeit, Recht und Freiheit? Daraufhin schrieb Frau Merkel zurück, natürlich ihre Sekretärin, nicht Frau Merkel selbst, dass es das nicht mehr gibt, Einigkeit, Recht und Freiheit, weil wir Integration betreiben. Wir als Deutsche sind integriert in diese europäische wirtschaftliche Norm. Punkt, fertig, aus. So, alle, die unbedingt gelbe Jacken tragen möchten, unbedingt mit der gelben Jacke auf die Straße gehen wollen, mit dieser gelben Jacke Ärger verursachen wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gelbe Jacken, schön und gut, bringt aber nichts, bringt nur uns alle in Wut, mehr nicht. So, diese Wut wird kompensiert, wohlgemerkt, die wird kompensiert bei der Macht. Die freut sich, ja. Nicht nur um Bundestrojaner einzufügen, wo ein 20-Jähriger einen Algorithmus geschrieben hat, um da einzusteigen, um alle frisch zu machen. Meine lieben Freunde, ich weiß nicht, ob ihr Ahnung habt vom BND und Überwachung und Schutz und Rhabarberkirchen. Ihr schaut jeden Tag Netflix, ihr seht Amazon Prime, ihr seht Skype, Sky, ne? Ja genau, Sky. Skype ist was anderes. So, ihr seid gelbe Jackenfreaks, ja, ihr wollt ein auf die Mütze, ihr wollt Gewalt. Meine lieben Freunde, so regelt man in einer sogenannten Demokratie kein. Nein, das regelt man nicht, ja. Ihr seid nur zu feige, jeder Einzelne von euch zu feige, mal hinzugehen, bei Frau Merkel anzuklingen und zu sagen, wir setzen uns jetzt mal an den Tisch und unterhalten uns. Nein, ihr macht Kadames, ihr zieht hier den Darth Vader, Darth Helm oder Darth Vader oder Stormtrooper Händchen auf und dreht am Rad, meine lieben Freunde. Ihr dreht am Rad und ihr merkt gar nicht, wie ihr den Ball zur Macht werft, die dann euch noch mehr in dieser sogenannten Strafkolonie Deutschland so richtig fertig machen. Hier in Deutschland regiert die Macht durch Papier, ja. Es gibt alles nicht mehr so richtig wirklich. Ja, die BRD, Finanz GmbH, ist diejenige, welche die mit dem Geld zu tun hat. Und Geld regiert die Welt. So, seit 1948 macht diese BRD, Finanz GmbH, Kohle etc. pp., macht Schulden, damit wir hier irgendwie leben. Nicht wir persönlich, wir müssen uns ja gegeneinander wehren. Die einen tragen die roten Westen, die anderen tragen die gelben Westen, wollen Kadames machen. Oh, die Franzosen. Die Franzosen haben an sich gestreikt mit den gelben Westen wegen Diesel. Ja, wegen Dieselerhöhung. Ja, und nicht wegen Dieselverbot. Dieselverbot kriegt ihr nur in Deutschland. In der Strafkolonie Deutschland kriegt ihr Verbote und was weiß ich. Nicht alles. Ihr müsst mal langsam wach werden. Nicht so eine Jacke tragen. Auf keinen Fall. Sondern wirklich hingehen zur Frau Merkel und Co. Wirklich. Ihr müsst euch hinsetzen und mit denen reden. Ihr müsst mit denen sprechen. Ja, ihr seid die Leute, die einen Kreis haben, da machen sie ein Kreuz. Also ihr seid die Leute, die ein Kreuz in dem Kreis machen, nennt sich wählen. Ihr habt gewählt. So, die sind demokratisch gewählt und alle, die da sitzen, alle. Alle, die da sitzen, sind sogenannte Demokraten, die dort, nein, was machen die? Die prügeln sich um Kohle. Ja, die prügeln sich um Kohle. Die SPD verliert Geld,
Ja? Die AfD kriegt Geld, das passt der nicht. Der CDU passt das auch nicht, der CSU auch nicht. So, natürlich weiß so ein Herr CSU-Waldschrat, dass er sagt, seit 1980 ist er im Internet, dass das natürlich Ärger gibt. Weil 1989 ist das World Wide Web erstmal so erfunden worden, angetragen worden, miteinander sich unterhalten, wie George Lucas damals 1973 sein Star Wars erfunden, ging der auf Reise und der Herr mit seinem World Wide Web ging auf Reise und nach der CeBIT 1995 wurde das ja dann endgültig auf den Weg gebracht. Ja? Da gab es Clubs beim WDR zum Beispiel, da gab es noch Fernsehen mit Unterhaltung und Bildung. Heute nennt man das Staatsverblödungs-TV. Dieser Staatsverblödungs-TV ist natürlich die Integration des deutschen Straflagers, in dem wir alle leben. Von der Wiege bis zur Bahre brauchen wir Formulare. So, jeder von euch hat irgendwann irgendwo ein Problem mit irgendjemandem. Der eine hat ein Problem, weil keine Nebenkostenabrechnung gemacht werden. Nö, der Vermieter macht es nicht. Der andere hat ein Problem mit dem Vermieter, den kennt er überhaupt nicht. Wenn er den kennenlernen möchte, kommt ein Anwalt. Was wollen Sie? Punkt. Ja, also auf Deutsch gesagt, die sogenannte Immobilienkriminalität wird mit dem rechten Auge zugehalten. Ein Richter sagt, die zahlen ja Steuern, weil die Steuern zahlen, ist das okay. Aber wird das irgendeinem anderen Richter mal zu bunt? Ja, okay, dann wird er mal langsam angeklagt. Das dauert immer noch. Die Immobilienkriminalität, die wächst, die steht jeden Tag vor der Tür, ist normal. Alles andere ist normal. Die zugereisten Menschen seit 2015, welcome, 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 die kleinen Teddybären und was weiß ich nicht alles. Das war eine Riesenshow. Eine Riesenshow für die sogenannte Strafkolonie Deutschland. In einem fiktiven, demokratischen Moment sind wir auf die Straße gegangen und haben die Leute beglückt, begrüßt und Teddybärchen. Und jetzt müssen viele die Rechnung zahlen, weil die gebürgt haben. Weil die Gebürgte sind doch arm, die waren auf hoher See, die sind doch gestrandet. Nee, erst wenn das Schiff kommt, stranden die. Ihr müsst euch das alles mal genau anschauen, wie viele Meter unter uns. Wir stehen jetzt hier vor laufender Kamera und sagen, weißt du was, ich gehe jetzt von diesem Studio aus. Von diesem Studio aus gehe ich jetzt nach Syrien und will dahin, weil ich Syrien geil finde. Meine lieben Freunde, wie komme ich denn jetzt eigentlich dahin? Erklärst du mir den Weg? Ja? Habe ich auch das Geld dafür? Ja? Also was ich da alles höre, dass die 9.000 bis 30.000 Euro bezahlen für einen Schlepper. Ich leite Firmen, ja. Ich leite Firmen und hoffe immer, irgendwie Geld zu haben. Ich hoffe, dass die Formulare, die tagtäglich da anrauschen und Verordnungen, die da anrauschen, dass die da auch bedient werden, meine lieben Freunde. Ich finde das super toll, ja. Es kommen Gäste hierhin, die sich selbstständig machen. Irgendwelche Millionen von Dönerbuden, die nach 6 Monaten, 8 Monaten schrottig sind, weil man hier in Deutschland auch Steuern zahlen muss und so weiter und so fort. Ja, wenn man dann sieht, da steht so an so einer Dönerbude, das ist nur ein Synonym jetzt, bitte nicht ernst nehmen. Also an so einer sogenannten mehrsprachigen Bude, wo kaum ein Deutscher reingeht, oder wenn er reingeht und feststellt, dass sie teurer werden, sich beschwert, weil die teurer wurden, ist halt so, gibt es wirklich. Also jedenfalls diese mehrsprachigen Buden, die sich Döner nennen oder Restauration mit Spielautomat und was weiß ich nicht alles, alles getarnte, ja, die wissen ja, wie es geht. Ja, wenn ich eine Spielhalle eröffne, habe ich nur Ärger. Die machen einen Café auf mit einem Spielgerät und verdienen mal eben 98.000 bis 120.000 Euro. Ja, die wissen halt, wie es geht. Ja. Wie gesagt, ein Richter sagt nichts, weil die zahlen ja Steuern. Ne? So, alle zahlen Steuern, wirklich. Alle zahlen Steuern, so oder so. In dieser Strafkolonie Deutschland darf jeder reden, so wie ich jetzt auch, wird nicht eingesperrt. Das ist das Einzige aber auch. Er wird aber diskriminiert, wird in eine Schublade gepackt oder von den Behörden so dermaßen fertig gemacht, dass er am liebsten sich eine Kugel gibt, die auch 3 Euro kostet und durch den Schädel jagt und das Leben beendet. Das ist das Fazit von so einer Strafkolonie. Das ist hier jetzt absolut schwere, schwarze Satire oder auch nicht, dass die Trolle jetzt loslegen, dass solche Videoclips werden ab sofort gesperrt. Ihr könnt darunter nicht mehr
reden. Am 31.01.2019 sagte YouTube, wir müssen uns entscheiden, bleiben wir bei YouTube oder parken wir unsere Sachen zusätzlich noch irgendwo. Automatisiert wird es nicht mehr. Die sogenannte Automatisierung ist auch entfernt worden bei YouTube. Wir müssen uns jetzt entscheiden, wo wir unsere Clips parken. Wir leben aber in einer Zeit, wo sogenannte RTL-Typen oder Knastologen, Gitterkunde, was weiß ich, mehr Zuspruch haben, wie solche Typen, die eine gelbe Jacke tragen, die Wahrheit nicht, dass sie Wahrheit sagen und dann in eine Schublade gespackt, von mir ist gepackt, gespackt, könnt ihr machen, was ihr wollt. Jedenfalls kommen die in eine Schublade, wo dann so draufsteht, Spinner, weg damit. Ja, ist halt so. Wer die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit verkündet, ist ein Spinner, kriegt keine Jobs mehr, wird diskriminiert. Wer die Wahrheit sagt, wird diskriminiert. Stars und Sternchen, ja, die werden so dermaßen getrollt, von Trollen zugemüllt, fähig gemacht, ob es Star Wars jetzt ist oder hier unsere Sportler. Die Sportler halten die Klappe, sagen nicht mehr die Wahrheit. Nur wer konform ist, wer Grönemeyer, Lindenberg oder die Fischer, keine Ahnung, wie die da alle heißen, ja, die da mit einem, also Z-Promis, die keiner kennt, die da mit so einem Schild da stehen, ja. Refugees welcome, ja, Menschenrechte, Artikel 19, Menschenrechte. Ey Leute, 2015, das war schon ein gelben Westenjahr, da sollte oder hätte man gelbe Westen tragen müssen, auf den Weg gehen müssen und sagen, ey Leute, es reicht mir, ja. Es gibt Spielfilme, da steht einer auf und sagt, es reicht mir. Alle applaudieren, Herr Pispers, Satire hoch 3, seit über 30 Jahren macht er das. Verdient 6.800, freut sich, dass er mal wieder was vom Leder ziehen konnte und alle Bürger, mehr passiert da nicht. Dieter Nuhr steht auf und sagt, die Wahrheit ist jetzt die Wahrheit. Und das im Staatsverblödungs-TV, ja, ARD und Co. Natürlich nicht im Hauptprogramm, sondern im Nischenprogramm, ARD-Info-Kanal oder sonst wie. Ja. ARD nimmt zwei Sender raus, ZDF nimmt zwei Sender raus, nennt sich jetzt Funk bei YouTube. So, seitdem ARD und ja, seitdem ARD und ZDF bei YouTube richtig direkt fett drin sind, ja, die sind da drin fett, nennt sich Funk. Gib mal ein, dann siehst du mal. Es sind über 50 kleine Produktionsfirmen, so eine wie wir es sind, und produzieren da den Staatsverbildungs-TV ohne Bildung, ohne Lagerfeuer. Ich wüsste jetzt nicht, ob Oma, Mutter alle in einem Raum sitzen und sich das hier ansehen würden. Natürlich nicht, Punkt. Meiner einer ist schon seit 50 Jahren bekannt, so ist es nicht, ja, bekannt. Und lebt auf diesem Planeten schon über 60 Jahre und ist da noch mehr wie bekannt, ist halt so. Nur hat so eine Person in gelber Jacke jetzt gar keinen Bock, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu verkünden, damit ihr schlau werdet. Dass ihr Lust habt, mal nachzudenken. Keiner von euch wirklich, keiner von euch, geht hin zu Frau Merkel, klingelt an und sagt, ey, wir unterhalten uns jetzt im Kanzleramt. Wir, die Bürger, wollen jetzt ein bürgerliches Gespräch mit Ihnen führen. Vorlaufender Kamera, wir unterhalten uns. Ja? Kein Bürger geht hin, ja, und sagt, heute machen wir eine Sendung. Ja? Kein Bürger geht hin, mietet einen Raum für die Politiker und lädt die ein, in Notfall mit Haft. Zack. Ja, die sollen erscheinen. Punkt. Ja, es wird gesagt, es wird erschienen, Frau Merkel, es wird erschienen. Es wird gesagt, wo es lang geht. Ja, nein, die Trolle brauchen gelbe, rote Jacken, die großen Trolle brauchen sogar noch einen Schädel von Darth Vader. Ja, die tragen dann den Darth Vader Schädel und machen da den großen Kadaumes. Da kommen wir aber auch gleich zu. Ihr werdet einen Clip sehen, wo ich diesen Schädel trage. Nein, trage ich nicht, habe gar keinen Bock drauf. Okay, springen wir mal zu den Vögeln da, die dauernd einen belästigen, weil sie der Meinung sind, dass sie im Recht wären. Sie sind nicht im Recht. Im Recht sind sie dann, wenn an irgendeinem Buchstabe oder an irgendeinem Namen ein R oder ein C, also wenn die nachweisen können, dass sie das eingetragen haben, ja, dass das eingetragen ist. Jeder, der das verwendet, darf es verwenden, weil ich es nicht eingetragen habe. Ich habe es nicht als R oder als Copyright C auf den Weg gebracht. Das ist halt so. Könnt ihr verwenden, könnt ihr jetzt nachaffen, könnt ihr mitmachen, was ihr wollt. Nur, wenn ich dieses Teil redifiziere, da ein C dran mache, ein R dran mache, dann
dann habe ich dafür auch eine Lizenz. Und für diese Lizenz habe ich dann auch bezahlt. Aber auch das verstehen einige Trolle nicht. Ja, die schreiben da, das Teilchen gehört aber dahin. Die können auch nicht einmal zuhören. Wenn einer sagt, das Projekt 2009 Disney ist nicht Project Star Wars. Es ist nicht Project Star Wars. Ist kein R dran, kein C dran und die Firma Google hat es freigegeben. So, wenn die Firma Google es freigibt, ja, und ihr nutzt es, dann kann ich nicht meckern, weil ich es ja ins Netz gestellt habe. Alles, was ich ins Netz stelle, habe ich freiwillig reingestellt. Dieses Video ist auch eine Freiwilligkeit, um euch zu erklären, eine gelbe Jacke nicht anzuziehen, nicht mit Gelb rumzurennen und auch nicht mit Gelb irgendwie Kadaveres zu machen, sondern ordentlich hingehen, ordentlich mit Frau Merkel reden und eine Ordentlichkeit in diesem Staatsgefängnis Deutschland, Strafkolonie Deutschland, wo nur Zettel, nicht der Mensch. Der Mensch ist scheißegal. Geh mal ins Altenheim. Geh mal ins Altenheim, dann wirst du sehen, dass du als alter Mensch überhaupt nicht wichtig, nur deine Kohle ist wichtig. Für dich kriege ich Geld, bis zu 5, 6, 7.000 im Monat. 1,25 Euro für den sogenannten Zuschlag des Einzelzimmers wird nicht erhöht, das bleibt, also 1,28 bleibt, aber der wird immer teurer. Es wird immer teurer, es ist keiner da, der hilft, etc. pp. Auszubildende werden auch noch verarscht. Ja? 16-Jährige arbeiten 12 Stunden wie 26-Jährige. 16-Jährige sollen genau dasselbe machen wie 26-Jährige. Hauptsache die Ärzte, ja, in der Ärztebranche ist es erst recht, da geht es richtig zur Sache, ja. Die Jugendlichen, die sich erdreisten, zahnmedizinische Assistenten zu werden, die werden regelrecht verarscht. Von jedem Arzt, gib mal hin. Wir haben gestern ein Angebot bekommen für eine Ausbildung. Ich gucke darauf, so habe ich die junge Frau gefragt, willst du wirklich 7 Tage arbeiten? Ausländische Zahnärzte in der Innenstadt bieten einen Arbeitsplatz an, 6 Tage, Entschuldigung. Bei denen ist auch 7 Tage, aber egal, 6 Tage von 8 Uhr bis 20 Uhr, jeden Tag. Sogar jetzt, das sind die ersten Zahnärzte, die sogar samstags aufhaben, von morgens 8 bis abends 18 Uhr. Irre, wa? Ist irre. Also geh mal zum Zahnarzt, du weißt, wann der Feierabend hat, du weißt, wann du einen Termin bekommst, bei denen kriegst du ganz schnell, sind halt Araber. Und die haben eine Wahnsinns-Zahnklinik, die arbeiten, wie gesagt, 6 Tage die Woche, wenn sie Bock haben, 7 Tage. So sind die nun mal. Und ihr sollt da anfangen und werdet damit, echt, also durch Zufall bei Facebook erlebt. Plötzlich waren die bei Facebook, hatte ich da 4 junge Mädels da halb angezogen, waren da am Rumdancen, willst du nicht bei uns mitarbeiten? Ich fand das stark, dass so 4 Mädels da, sah noch verdammt gut aus, Werbung machten für diese Zahnarztpraxis in der Innenstadt, die da 6 Tage offen hat. Aber unter uns, ein Auszubildender, 16 Jahre, der dann von 8 bis 20 Uhr arbeiten soll, dann soll er. Dann vertut er euch. Wenn die Arbeitsrechte kennen, Zahnärzte kennen keine Arbeitsrechte. Es gibt hier einige Zahnärzte, die lassen ihre Auszubildenden privat putzen, sogar Auto, kein Scherz. Wir erleben das täglich. So, als Vater müsste ich auch jeden Tag Geld tragen, müsste jeden Tag aufstehen und sagen, hör mal, was soll das, ne? Das ist halt so. Ja, oder die sind ganz raffiniert, machen Aufhebungsverträge. War gestern auch eine vom Amt da, die lachte sich, ah toll, Aufhebungsverträge mag ich. Sag ich dir so, ganz einfach, da kriegen die kein Geld. Na, ja, so einfach ist das. So, wenn du einen Aufhebungsvertrag bekommst und den unterschreibst, bekommst du kein Geld. Wenn du Pech hast, 3 Monate nicht. Ja? Und all solche Sachen, deswegen sage ich ja satirisch, Strafkolonie Deutschland. Strafkolonie Deutschland, wo wirklich die Leute nur noch veräppelt werden. Ich sage es mal aus Sicherheitsgründen veräppelt werden. Dieter Nuhr sagt die Wahrheit, Herr Piespas sagt die Wahrheit und diverse andere sagen auch die Wahrheit. Aber ihr rennt immer hinter den Falschen her. Ihr gebt auch immer den Falschen das Geld. Ja? Ihr huldigt auch total Falschen, aber das muss wohl so sein. Ja? Irgendein Typ, der da Kakerlaken frisst oder applaudiert, super toll. Okay, wir haben eine sogenannte Strafkolonie, wo jeder sich fremdschämen will. Ja, er will sich fremdschämen. Wenn er sich nicht fremdschämen kann, dann ist die Unterhaltung, dann mag er das nicht. So, ihr, ja, genau, richtig.
ihr schämt euch jetzt, dass ich hier eine gelbe Jacke anhabe, von der laufenden Kamera die Wahrheit und nichts als die Wahrheit verkünde und sage, Leute, zieht bitte das Ding nicht an. Geht nicht auf die Straße, ja? Und hinterfragt. Bitte hinterfragt. Geht zu Frau Merkel und hinterfragt, was das soll. So, wenn man einen Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen anschreibt und ihm die Wahrheit und nicht als die Wahrheit mal um die Ohren haut, was in der Welt der Medizin abgeht, ja, Krankenhäuser, Altenheime, soziale Einrichtungen, vor allen Dingen Zahnärzte. Zahnärzte sind die Krönung. Zahnarzt ist die Krönung. Wie der mit seinen Mitarbeitern umgeht, da fällt dir nichts so ein, ehrlich. Aber egal, müsst ihr ja durch, die da arbeiten. Ich habe sehr viele medizinische Leute hier, die sich beschwert haben, weil sie rausgeflogen sind oder keinen ordentlichen Arbeitsvertrag bekommen. Ja, das ist auch, oh, aha, Arbeitsverträge. Also, das Schlimme an einem Arbeitsvertrag von heute ist, dass da eine Probezeit drin ist. Das heißt also, ihr bekommt sofort einen Arbeitsvertrag, freut euch, dass ihr arbeiten dürft, aber in Wirklichkeit 3 Monate und dann fliegt er meistens raus. Und er wundert euch, der hat den ja noch nicht mal zurückbekommen. Also im Zahnarzt, im zahnmedizinischen Bereich ist Nordrhein zum Beispiel dafür zuständig, so einen Arbeitsvertrag zu prüfen, einzulegen und abzugeben und weiterzuleiten. Punkt. Wir haben hier einen Fall, da ist schon eine Auszubildende zweimal reingelegt worden. Zweimal reingelegt worden, ja, so richtig fertig gemacht worden. 5 Uhr morgens aufstehen, pünktlich um 7.45 Uhr beim Onkel Doktor sein. 7.48 Uhr gibt es schon einen Einlauf. Ja, das glaubt ihr nicht, das wird so. Dann die Berufsschule, mittwochs, ja. Um 14.10 Uhr, ja genau, um 14.10 Uhr ist Feierabend. Dann wird dieser schwere Rucksack wieder voll gemacht, geschultert, ab zum Straßenverkehr, zack, rein in die sogenannte Tram-Eisenbahn oder was weiß ich. Und dann wird gebrettert, gemacht, getan, damit man pünktlich um 15.15 Uhr beim Onkel Doktor ist. So, und dann passiert so was wie 15.20 Uhr und wieder ein Einlauf. Und wieder ein Einlauf. Auf Deutsch gesagt, die Jugend von heute wird so etwas von verarscht und glaubt auch noch an dieser Verarschung. Ja? Wir mit 15 damals haben schon gearbeitet vor 60 Jahren und haben die Leute so richtig frisch gemacht. Ja. Das ist so, das war so. Wir 15-jährigen Auszubildenden haben den Auszubildenden mal gezeigt, wo die Risse stecken. Und die haben sie geknackt, Punkt für die aus. Und wir sind echt gut ausgebildet worden. Wenn ein Ausbilder doof spielte, spielten wir doppelt doof und der war weg vom Fenster. Wenn er, ja, ist halt so. Ob der bei Krupp war oder sonst wo, glaubt es. In den 60, 70, 80 Jahren waren wir auf der Straße, nichts mit gelben Westen. Ja, ah, da ging es richtig zur Sache, ja. So, die Anführer Dutschke und Co., okay, sie sind dran verstorben, aber egal, aber sie haben aber erstklassig gesprochen. Sie haben gesprochen. Sie haben gesprochen und rannten nicht hier mit gelben Westen rum oder Fähnchen. Antifa, rechts, links, Nazi, raus. Nee, so eine Scheiße auf keinen Fall, sondern auf den Punkt gebracht. Das Thema auf den Punkt gebracht, über das Thema gesprochen und mit dem Thema positiv rausgegangen. Wirtschaftliche Wunderjahre, da müssen wir zurück. Wir müssen an die Wende zurück, 1948. Wir müssen an die Wirtschaft Wunder von 1956. Alles andere ist Quatsch. Fertig, aus. So, jetzt habe ich lang genug gewettert hier vor der Laufenkammer. Ich hatte einfach auch mal Bock, die gelbe anzuziehen und hier den Lärmenden zu machen. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu verkünden. Also noch einmal, wer wirklich was verändern möchte in dieser Strafkolonie Deutschland, auch wenn das jetzt hier Satire ist, in dem Staatsverblödungs-TV, das sind Anstalten, das sagt das Wort doch, ARD, ZDF, Anstalt, auch Deutschlandradio ist eine Anstalt. Ne? Wer lebt denn da? Nur Bekloppte. Also, wenn Bekloppte Fernsehen machen, kann auch nur was Beklopptes dabei rauskommen, oder? So, genug von der Satire, genug von den gelben Jacken. Wer dieses Video gesehen haben sollte und wirklich verstanden hat, was derjenige, welche der jetzt hier gesprochen und einfach mal gesagt hat, diese Welt der Elektronik verseucht die Leute, die Welt der Elektronik macht die Leute bekloppt. Wenn unser 1966 den Datenhighway-Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen haben wollte und jetzt im Jahre 2019 hat, wusste er nicht, dass die, die dafür Verantwortung tragen, die Analogie entfernen. Ja, die Analogie, wo Menschen zusammensitzen und noch Menschen sind. Es wird immer weniger. Es wird immer weniger. Ich sehe fast nur noch Elektronik. Ja, jede Minute habe ich ein Smartphone vor der Nase. Ich habe da was drauf. Können Sie das ausdrucken? Ja oder nein? So. Ja, ist halt so. Dann kommt so eine Antwort, haben Sie ein Kabel bei.
Oder haben sie eine E-Mail drauf? Was ist denn eine E-Mail? Ja, was ist denn eine E-Mail? Meine lieben Freunde, wenn ihr schon elektronisch unterwegs seid, dann lernt diesen elektronischen Highway. Ja, und nutzt ihn nicht einfach als Brettermaschine. Ja, es ist geil, so mit 4,8 Millionen km/h über den Datenhighway zu fitschen. Ja, eine Diode klatscht an die andere. Atömchen, 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 wisst schon. Und dann lauter Algorithmen, die das Ganze noch frequentieren. Ja, Frequenzen, Algorithmen und Datenrausch, ja, und so weiter. VR-Brille auf, in einer 3D-Welt eintauchen, das ist alles so geil. Meine lieben Freunde, wer sehr lange in der Elektronik verweilt, sollte mal auf die Uhr peilen, wie viel Zeit er da verbraucht hat, die er vielleicht sinnvoller genutzt haben hätte können. Ihr schaut euch das Staatsverblödungs-TV an, ihr kauft euch zusätzlich noch Staatsverblödungs-TV, ja, schaut euch Sendungen an, die sich fast gleichen, ja, die gleichen sich. Ja, ihr, also für die Intelligenten, die müssen viel suchen, das tun sie auch, könnt ihr mir glauben. Es, ja, es muss gesucht werden um ein erstklassiges Hörspiel, ein erstklassigen Film, der auch Nahrung hat, der auch einen Nährwert hat und einen kleinen Nachhall hat. Früher nannte man das Blockbuster, heute, aber damals nannte man das Straßenfeger. Hm? Ja, ist so. Durbridge, das, der, glaub, das Tuch, ja? Oder Edgar Wallace, Polizeiruf 110, ja, okay, ist alles 50, 60 Jahre her, Orion, ja, auch Straßenfeger, glaubt es mir, das waren Straßenfeger, die Leute wollten das sehen, die Leute wollten es sehen und da war keiner auf der Straße. So, wir hatten eine Zeit, da musste um 18.30 Uhr das Geschäft geschlossen werden, um 18.30 Uhr und samstags waren die Geschäfte um 14 Uhr zu, ja, und heute... Heute tragen die Leute gerne Westen und wundern sich, dass die Strafverfolgung immer schlimmer wird. In der Strafkolonie Deutschland. Oh Mann, wie seid ihr drauf?